Moinsen, heute Extended Version von Dizzys Fahrschule mit Kumpel Andreas, a.k.a. die Werkstoffboys. Viel Spaß beim Video. Wir lernen Mount Panorama zusammen und vielleicht ist was Hilfreiches für dich dabei oder du bepisst dich vor Lachen, weil wir die ganze Zeit uns vollkoffern. Also, ab geht's. Wollen wir das mal so durchgehen gemeinsam? Also eine 2.63 ist ja jetzt das, was so ungefähr meine beste Zeit war, ja? Genau. Prinzipiell würde ich behaupten, macht das schon Sinn, das zu vergleichen. Das willst du jetzt schon vergleichen? Ansonsten ja, wäre ich jetzt erstmal die Strecke durchgegangen, dass du es visuell sehen kannst. Darauf habe ich gewartet. Ich bitte darum. Ja, genau. Also setz dich mal mit bei mir aufs Auto. Mach ich. Dann gehen wir das kurz mal durch. Also wir brauchen jetzt noch nicht in die Dings reingehen. Das ist Quark. Also es wäre jetzt nicht hilfreich, nicht wirklich. Okay. Tracks clear. Push, push, push. Also hier geradeaus fahren. Übrigens mit Vollgas, ne? Ehrlich? Ja. Ich dachte immer so bei 3.500 schalten und gut. Nee. Okay. Hier kannst du so, also im fünften Gang, sechsten brauchst du nicht. So. Ja, okay. Hier an der Seite links siehst du doch die Einbuchtung. Ne? Genau. Und? Ja. So, da musst du jetzt für dich mal rausfinden, was für dich am besten funktioniert. Das ist, manche bremsen so ungefähr hier in der Mitte und manche am Ende. Das musst du dann mal für dich rausfinden, wie du damit klarkommst, weil du in der Kurve, wenn du sehr spät bremst, nochmal nachbremsen musst, um das Auto reinzukriegen. Wenn du hier aber anbremst, kannst du bis in den dritten Gang runtergehen. Und dann hast du hier vorne, du musst dann wieder sehr weit so fahren, nach hier, und dich dann reinfallen lassen. Ja. Yellow flag. Und hier unten drinne ist, also ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, da ist so ein Loch. Wo meinst du jetzt, wo der Körper ist, dort rechts? Ja, die weiße Stelle, da ist die Linie auch ein bisschen verkackt. Da ist ein Loch drinne. Oh. Und wenn du in das Loch reinfällst, ab da kannst du wieder Gas geben. Also hier fällst du rein. Green flag, all clear. Ja. Curb würde ich dir übrigens so gut wie es geht nicht empfehlen. Und dann kannst du ab hier vorne kannst du schon wieder raus beschleunigen. Okay. Alles im dritten Gang. So, dann kannst du dich sehr weit rechts halten hier. Also so weit rechts wie es geht. Und dann versuchst du das hier so knapp wie es geht anzufahren. Also finde ich persönlich am angenehmsten. Andere Leute machen das ein bisschen anders. Yellow flag. Aber so knapp wie es geht. Und dann hast du hier vorne, siehst du, wie der Asphalt hier dunkel ist, hell und wieder dunkel vor uns. Dunkel, das direkt vor uns, meinst du? Ja, genau, vor uns ist dunkel, dann wird es ein bisschen heller und da hinten ist wieder dunkler. Ja. Also hier rechts an der Seite siehst du ja den Schatten vom Baum. Ja. Und da, wo der anfängt, hört das auf, dunkel zu sein. Genau. Ja, und wenn du... Also ab hier würde ich dir dann empfehlen zu bremsen. Da musst du aber gucken, wie du jetzt am Anfang damit klarkommst, weil wenn du jetzt früher reinfährst in die Kurve und lange Gas gibst, musst du den ausbalancieren, den Wagen. Du kannst aber auch, bevor du in die Kurve hier rumfährst, auch schon vom Gas runtergehen. Da musst du dich dann jetzt aber immer noch von der links, nicht von der 90 Grad gleich. Wir reden noch die wir gerade hatten. Von der Kurve, ja. Also von der hier. Aua. Ja. Das ging auf die Finger, aber ist okay. Also wenn du hier rumkommst, kannst du mit Gas fahren und ohne Gas fahren. Wenn du mit Gas fährst, musst du halt gucken, dass du das Auto ausgleichst. Dann. Ja. Und dann kannst du dich hier vorne richtig reinbremsen und gehst in den zweiten Gang und lässt dich dann so reinfallen hier und dann kannst du ab hier unten schon wieder Gas geben und raus beschleunigen. So nah, also wirklich so nah, wie es geht, an die Button ran. Du musst ja eigentlich bei jedes Mal, wenn du da hochfährst, die Hose scheißen. Das mach ich. Ja, gut. Dann machst du es richtig. So, hier ist ab dem Baum ungefähr, kannst du dir merken, ab dem Baum kannst du einlenken. In die Kurve, dann kannst du die voll durchfahren. Im vierten. Also, du kommst ungefähr hier unten an, im dritten, und dann kannst du hier so in den vierten schalten. Okay. Und dann kommst du hier sehr nah ran.
Was ich dir empfehlen würde, ist, ich würde mit dem Curb links würde ich vorsichtig sein, weil der kann deinen Wagen aushebeln. Da musst du halt gucken, wie du dafür ein Gefühl aufbaust. Aber kack dir nicht in Hose, beim Vollhochfahren fahr die voll hoch. Okay. So, dann hast du hier, solltest du dich so weit wie es geht nach rechts platzieren. Hier solltest du ja auch fast immer in die Hose scheißen, dass du hier rüberfliegst an der Seite. Yellow Flag. Genau, aber durch die Senke müsste das Auto ja eigentlich, das ist ja dieses typische Phänomen oder dieses Phänom. Das Auto müsste ja Downforce kriegen, eine ganze Menge. Deswegen drückt sie nicht so weit raus, richtig? Genau. Und dann kannst du ab hier auch schon wieder anfangen einzulenken und dann kannst du auch in Voll nehmen. Also du kannst irgendwo, also wenn du jetzt mal... Immer noch in der 4 sozusagen. In der 4, ja. Wenn du jetzt mal auf mein Pedal achtest und du gibst halt voll Gas in der Kurve, musst du vielleicht nur so einen Millimeter mal kurz runtergehen, wenn er nicht genug einlenkt, dass die Kräfte sich nochmal neu verteilen. Aber es ist nicht viel, wirklich nur ganz wenig. Und dann kannst du hier hochfahren und auch so weit wie es geht rechts halten. Du kannst das Ding voll fahren, ich schaff's noch nicht. Und auf dem Berg hier oben gehst du auch wirklich nur einen Millimeter kurz vom Gas runter. Damit, wenn der hier über den Berg kommt, du noch mal kurz die Kräfte anders verteilst und sich das Auto in die Senke reinlegt sozusagen. Okay. Und dann kannst du ab hier unten auch schon wieder Vollgas geben. Und hier quasi dann raus. So, hier oben, das ist ein bisschen tricky. Hier brauchst du bloß einmal ganz kurz in die Bremse gehen, runterschalten. Dann lässt du dich hier runterlaufen. Dann gehst du hier nochmal kurz auf die Bremse, schaltest nochmal runter, fährst hier rüber, gehst nochmal auf die Bremse, schaltest nochmal runter, lässt dich hier rumziehen und tippst hier vorne nochmal kurz die Bremse und lässt dich hier reinfallen. Da bin ich ja jetzt hier schon in der 2 dann wieder, ne? Hier bist du in der 2 und kannst auch voll raus beschleunigen. Wenn du jetzt, ich hoffe, ich werde mich disqualifizieren. Wenn du jetzt hier runterfällst, in die Kurve rein, merkst du, dass dein Auto, wieder ein Auto nach rechts zieht und wenn er rum ist, nach links zieht. Einfach voll auf den Pinsel raufgehen. Weil damit stabilisierst du das dann wieder. Und dann kannst du hier unten auch voll raus beschleunigen wieder. Die Kurve, also das hier ist, finde ich persönlich, die schwerste Kurve. Hier kannst du, würde ich mich sehr weit links halten, dann hier rumziehen und ab hier würde ich kein Gas mehr geben. Also ab hier gehst du runter, lässt den ausrollen und dann kannst du hier oben auf der Kuppe anfangen zu bremsen. Und dann gehst du runter in den zweiten, lässt dich hier rumziehen. Und dann siehst du links an der Seite, siehst du ja diese 100 stehen jetzt, ne? Yellow Flag. Links? Das ist bei mir genau die Säule davor. Ach so. Aber ich sehe es im Stream. Ich sehe es im Stream, wo es ungefähr ist. Ja, ja. Bei mir ist genau die A-Säule davor. Da ist die 100. Also ich würde dort bei mir eher wahrscheinlich auf das Bentley-Schild achten. Links dann. Weil die 100 ist die A-Säule weg, ja. Ja, also kannst du auch machen. Aber so ab hier, ab dem Punkt, kannst du schon wieder auf den Füller gehen. Und dann rausbeschleunigen. So, hier kannst du einfach voller Esse geradeaus. Ich würde mich sehr weit links halten, weil sonst hebel ich die Kurve da vorne aus. So, und jetzt... Achte bitte, und das gewöhnt ihr gleich von Anfang an, achte jetzt nicht auf die 150 und auch nicht auf die 100, weil die werden hundertprozentig in den Rennen verschwinden. Ja. Das heißt, siehst du diese beiden braunen Flecken zwischen der 100 und der 150? Auf dem Asphalt? Nee, auf dem Rasen. Na, fahr mal hin. Kannst du das bei dir zeigen? Nee, wenn du Escape drückst, ist das Menü da vorne. Hier vorne sind zwei braune Flecken, wo der Rasen fehlt. Jetzt sind es 3, wenn man dich daran fährt. Ja. Siehst du die? Ja, ich sehe welche du meinst. Also einen dünnen, einen bisschen dickeren und danach so halt so einen mehr runderen. Ja. Zwischen dem ersten und dem zweiten kannst du auf den Pinsel gehen. Okay. Also gewöhn dir von Anfang an nicht ab 100 oder 150er Schild zu bremsen, sondern zwischen diesen beiden Flecken. Okay. Also wirklich... Ist ein liebgemeinter Rat, weil ganz viele Menschen irgendwann aufgeschmissen sind, wenn die Schilder weg sind. Und du profitierst davon hundertprozentig, weil die Leute sich auf die Schilder einschießen und du dadurch schneller fährst als die anderen.
Gut, da muss ich bei mir auch nochmal in Grafikeinstellungen. Bei mir ist dort schön Rasen drüber. Also ich sehe die nicht ganz so gut wie bei dir. Okay. Da müssen wir eventuell gleich nochmal gucken dann. So, dann kannst du dich halt hier auch in die Kurve halt wieder hochbremsen. Dann kannst du hier auf den Füller gehen. Und dann fahre ich halt gleich mal eine richtige Runde. Kannst du dir das mal angucken. Dann schreibe ich dir das nebenbei. Hier vorne sind, auch hier achte nicht auf die Schilder, weil die können wieder weg sein. Hier hast du den ersten Strich und den zweiten weißen Strich hier rechts an der Seite. Mhm. Zweiter Strich, mit dem Bimser. Also mit ja. BMW. Mit anderen Autos ist das ein bisschen anders. Also du kannst noch ein bisschen zurückziehen, musst du mal gucken, wie du dich damit wohlfühlst. Du kannst spätestens an diesem Strich kannst du bremsen. Da musst du dann aber ein bisschen mit der Bremse spielen. Okay. Clear of the incident, green flag. So, dann fahre ich jetzt mal raus. Und hier ist das zwischen. That's last. Hier hast du zwischen 100 und 150. Und das, also das ist wirklich, da kann ich dir nichts sagen, nicht wirklich. Hier rechts an der Seite siehst du auch wieder so einen braunen Fleck. Ja. Yellow flag. Der braune. Ist der gerade vorbei oder ist der noch? Nee, der ist noch da zu sehen. Zwischen dem 100er und 150er Schild ist ein brauner Fleck auf Boden. Bei du stehst doch bei 50 und 100. Ja, habe ich doch gesagt, oder nicht? Nee, du hast 100, 150 gesagt. Ach so, 50, 100 meine ich, genau. Okay, okay. Siehst du rechts die Fahne? Die ja, schwarze. Die schwarze. Genau. Ja. Und wenn du das verlängerst auf die Strecke hin und ein ganz kleines Stück zurückgehst, siehst du einen braunen Fleck. Ja, sehe ich. Genau, da ist der Bremspunkt. Vielleicht ein bisschen später, okay. Muss ich ranfühlen, quasi. Incident clear. Green flag. So, dann fahre ich jetzt mal die Runde und dann beschreibe ich dir das einfach nebenbei. Also, okay. Worauf man achten sollte oder kann. Also hier ist halt ganz normal hochbeschleunigt auf 5, Vollgas, dann vorne in die Luke gucken, auf die Bremse treten, ein bisschen schleifen lassen, reinfallen, Gas geben, runterschalten bis auf den dritten, sich links orientieren, wieder nach rechts gehen, auf die Kante achten, vom Gas gehen, bremsen, reinfallen lassen, raus beschleunigen, nach oben. Dann kannst du hoch im dritten gehen. Baum ist der Indikator für einlenken. Gehst du in den vierten, orientierst dich weiter rechts, guckst wieder rumkommst, bisschen vom Gas gehen. Dann orientierst dich rechts, gehst kurz auf den Berg vom Gas, dass ich reinziehe, gibst wieder volle Pulle Gas. Tippst kurz auf die Bremse, lässt sich reinfallen. Wieder auf die Bremse tippen, rein in zweiten. Kurz nochmal Zwischengas geben, anbremsen, reinfallen, lass Gas geben. Dann fährst du ganz weit nach links, so nicht. Gehst runter in zweiten, lässt sich reinfallen. Oh shit, war nicht gut. Gibst halt wieder raus Gas. Machen wir gleich nochmal. Alles gut. Jetzt ist halt wieder sich darauf vorbereiten, die braunen Flecke zu suchen, nicht auf die Schilder zu achten, sondern auf die Flecke, sich ganz weit links orientieren, die Kurve halt sehr breit machen, die Flecken sind, Flecken sind drinne, runter in zweiten, raus beschleunigen, jetzt wieder nach der zweiten weißen Linie gucken, voll reintreten, hier endet das Curb, links an der Seite kannst du wieder Gas geben. Das ist ein visueller Trigger, wann du wieder auf den Pinsel kannst. Dann kommst du hier hin, siehst die Flagge vorne. Kannst ein bisschen schleifen lassen, beschleunigst raus. Lässt dich halt in die Kurve reinfallen und gehst so früh, wie es geht, aufs Gas. Dann wirst du halt für dich näher auch feststellen können, dass du deine Bremspunkte wahrscheinlich noch ein bisschen dahinter schieben kannst. Hier kannst du halt wieder darauf achten, an der Seite links, auf die Bremse gehen, dritten Gang, gleich Gas rauf, damit das Auto sich wieder fängt, raus beschleunigen. Hier wieder auf die linke Kurve achten, reingehen, von der Bremse gehen, sich reinbremsen, super früh aufs Gas gehen, hoch im dritten, links außen orientieren, an Baum, Baum kommt, einlenken, Vollgas hoch, sehr weit innen orientieren, hier wieder rechts orientieren, kleine Nachkorrektur, auf Gas, kurz vom Gas gehen, reinfallen lassen, wieder Vollgas. Skyline halt ganz kurz anbremsen, runter in den vierten reinlaufen lassen. Runter in den zweiten,
kurz Zwischengas, Bremse tippen, reinfallen lassen, rum, Vollgas, links halten, runtergehen, rechts halten, greifen lassen, auf das Schild achten, links, raus beschleunigen. Und dann hast du den Berg geschafft. Mhm. Oh, ich merke gerade, ich habe das Setup gar nicht geladen. Null. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Also hier wieder die Punkte reinschleifen. Rausgehen. Hoch und vierten. Hoch und fünften. Oh, jetzt bin ich gespannt. 203. So top. So, jetzt zeige ich dir noch mal kurz eine Sache. Yellow Flag. Ach nee, das kann ich dir nicht zeigen. Dafür müsste ich dir das mit dem Discord übertragen. Ich kann es im Stream gucken. Ist zwar ein Stück versetzt, aber ich kann es im Stream gucken. Ja, eine Sache will ich dir da eigentlich auch nur zeigen. Und zwar, wenn du jetzt hier an der Stelle bist, siehst du ja links hier den Curb, ja? Hier. Ja, das Dreieck dort, das Stück. Genau. Achso, nee, hier meinst du. Ja. Hm? Für dich als visueller Punkt im Augenwinkel, die Kurve hat einen sehr späten Apex. Du kannst ab Ende dieses Curbs kannst du wieder Gas geben. Also wenn du das visuell im Auge siehst, ab da kannst du wieder auf den Pinsel gehen. Okay. So. Und dann noch eine Sache. Wir jetzt rausfahren. Was ich dir noch zeigen möchte, damit du es verstehst, was das Auto macht. Warte, ich mach dir eine Discord-Übertragung an hier. Das geht mir auf den Sack, dass du das erst so spät siehst. Das ist doch scheiße. Nein, ich will kein Nitro. Hau ab. Share Screen, Assetto Corsa, Go Live. Kannst du das sehen? Ja. Jetzt ist es immer noch da für dich. Nee, ne? Na, du stehst. Okay. Also ich sehe, wo du stehst. Okay, fährt er jetzt bei dir? Nein. Siehst du, genau das wollte ich nämlich vermeiden. So, weil ich will den Screen übertragen. Yes. So, jetzt kannst du es sehen. So, damit du jetzt halt wirklich verstehst, was manche Dinge halt machen, ist, wenn du hier das Auto fährst und hier anfängst zu bremsen, dass wenn du hier reingehst, achte mal bitte auf das Auto, was das Auto jetzt macht. Also nur auf die Bewegung des Autos. Ja, der Arsch kommt ein Stück, oder sehe ich das falsch? Nee. Das Auto fällt in das Loch. Ach so, meinst du? Ja, also achte mal bitte hier auf diesen Bereich, was das Auto macht. Weil das ist also jetzt, wenn du das hier siehst, siehst du, wie der rechts runtergefallen ist? Ja. Wenn du das hast, also wenn du das in deinem Lenkrad spürst, weißt du, dass du gleich wieder Gas geben musst. Okay. Also wenn du da in das Loch fällst, dann weißt du, also solltest du dir einspeichern, dass du gleich wieder Gas geben kannst. Das Curb solltest du nicht ganz so viel mitnehmen. So. Dann noch eine Sache. Bei der Kurve hier. Oh, oh, ey, 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 oh. Bei der hier oben. Wenn du hier oben auf dem Berg drauf bist und du gehst vom Gas runter, dann wirst du merken, also du musst nicht wirklich sehr viel vom Gas gehen, ne? Also es reicht wirklich so ein ganz kleines Stückchen. Mhm. Dann merkst du, dass das Auto auch hier sich ab hier, siehst du, wie das nach rechts reinkippt? Ja, habe ich gesehen.
Darauf musst du achten, weil dein Lenkrad sagt dir auch, wenn das Auto reinkippt, kannst du wieder auf den Pinsel drücken. Okay. Also das Auto sagt dir schon, wann es ready ist. Also du musst nicht, es ist natürlich von Auto zu Auto unterschiedlich. Es gibt auch Autos, die kommen im Vollgas hier rüber. Aber hier an dem Punkt sagt dir das Auto in der Regel eigentlich, wenn es reinkippt und du merkst, dass du wieder Traktion hast, dass du wieder Gas geben kannst. Okay. Und wenn du jetzt hier oben auf Skyline zufährst, hast du auch eine nette Geschichte, wenn du hier halt auf die Bremse tippst. Du musst nicht viel auf die Bremse tippen, also kannst sogar noch weniger, aber ich traue mich das nicht. Dann fährt er hier runter und dann merkst du auch hier, also du siehst ja, er schiebt die ganze Zeit nach links rüber, ne? Also du siehst ja richtig, wie er schiebt. Und ab hier hast du einen Sacker drinne. Also du merkst richtig, wie das Auto da reinsackt und wie der Traktion hat. Und dann kannst du kurz auf die Bremse gehen und runterschalten. Wenn du nachher richtig fancy bist und das nicht mehr so safe brauchst, kannst du auch hier unten das machen. Also am Curb. Nur, dass du halt weißt, dass für dich, für deinen Körper, die Cue, also was heißt Cue? Das Auto sagt dir ab diesem Punkt, ich muss gleich bremsen und runterschalten. Wenn der hier rein sagt, quasi. Und dann kannst du halt hier hinter, kannst du dann einfach die Bremse wirklich ganz leicht nur schleifen, weil du brauchst schon noch ein bisschen Geschwindigkeit, um unten rumzukommen. Dann. Lass das mal weiterlaufen, bitte, auf der Geschwindigkeit. Ja. Ich will, die nächste Kurve ist für mich halt doch, dann kommst du halt viel schneller durch, was für mich bis jetzt noch ein ganz riesengroßes Rätsel ist. Und das ist auch noch langsam im Vergleich zu anderen, also... Ja, das ist mir schon klar, dass wir jetzt hier keine... Alles gut. Hier merkst du halt auch so, wenn er reingesackt ist, dann kannst du danach wieder auf den Pinsel. Also, ne? Siehst du ja, er schiebt dann nach rechts und dadurch, dass du Vollgas gibst, will er dann wieder nach links. Du kannst hier auch eng fahren, das ist nicht schlimm. Also der haut da nicht ab. Das geht. So. Okay. Achso, eine Sache noch, weil das wichtig ist. Wenn du hier an die Kurve ranfährst, es kann sein, dass dein Arsch dich bewegt. Wenn du zu viel willst. Das heißt, du solltest mit Gasbremse im Wechsel spielen, um das Auto wieder einzufangen. Aber das ist wirklich nur in den äußersten Notfällen. Warum ich hier bremse, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich irgendeine dumme Angewohnheit. Musst du nicht bremsen? Lass mal weiterlaufen, genauso. Gehst hier oben schon wieder auf die Bremse, okay? Ist aber auch relativ früh. Also ich bin hier unten in der Kurve auch nicht so safe, muss ich sagen. Und dann musst du halt wirklich darauf achten, dass du diese schwarze Linie hier einfängst, weil... Du möchtest aus dieser Kurve den bestmöglichen Exit haben, weil danach eine lange Gerade kommt und du sehr viel Geschwindigkeit haben möchtest. Das heißt, wenn du das jetzt so fährst wie ich und ich fahre es sehr, sehr eng und sehr unrund, also du siehst ja, dass es sehr unrund ist, ne? Ich müsste ja eigentlich irgendwo hier sein. So, und dadurch kriege ich halt nicht genug Geschwindigkeit und auch nicht genug Rotation rein hier in der Kurve. Ne? Also ich müsste ja hier unten... müsste ich schon wieder voll auf dem Pinsel stehen, um rauszukommen. Ja. Und so musst du das für dich versuchen. Also das ist hier kein gutes Beispiel gerade. Ich glaube, du hast doch kurz geliftet, das Wortlob, die Kurve, die du ein bisschen scheiße erwischt hast. Das kann durchaus möglich sein, ja. Ja, ich bin viel zu weit außen, also das bringt mir gerade gar nichts. Ja. So, du bist dran. Na dann, probieren wir das mal umzusetzen. Ja, du kannst auch fragen, so ist, wenn du irgendwas wissen willst. Ja, du weißt ja, wie es immer ist. Das ist immer auf gleich auf immer alles zu viel Input. Ja, aber... ja, klar. Deswegen nehmen wir uns ja Zeit. Nee, wir haben Essen nicht durchgespielt. Andreas und ich fahren am Sonntag ein Endurance-Rennen auf Mount Panorama mit Ava zusammen im BMW. Nicht schlimm. Nö, alles gut. Ich
das war mir klar, dass das so passiert. Hättest du noch ein Mühe länger laufen lassen müssen, dann wärst du durchgekommen. Wer müssen, meinst du? Nee, also einfach ein bisschen laufen. Einfach laufen, rollen lassen. Okay. Und du hast halt natürlich auch noch kalte Reifen, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ja, so ist besser. Okay, den Punkt habe ich auch oben gemerkt, auf jeden Fall, wo du sagtest, das zackt ein Stück ab. Mhm. Das war schon mal wichtig. Ich sag, mach vielleicht die erste Runde einfach mal ein bisschen Piano, dass du wirklich gemütlich fährst, dass du so diese Gänge halt oder diese Punkte findest, weil das, wie gesagt, das Auto sagt dir schon, wann wieder was geht. Auch im Langsamen. Und du hast jetzt halt auch kalte Reifen, ne? Also mach ruhig. Nee, das geht nicht, Dr. Daihan. Oh, ein bisschen früher einlenken. Weit außen. Nutzt die ganze Strecke. Du hast nicht nur die halbe Zeit. Hier drückt's mich halt. Alles gut. Du kommst nicht auf der richtigen Linie an. Nicht runter. Niemals, niemals. Never ever in der Kurve irgendwas schalten. Never. Never ever. Auch nicht, erster Gang ist absolut fucking tabu. Für dich. Ja. Also für andere Menschen ist das okay. Ne? Absolut tabu für dich. Okay. Weil dadurch, dass du in der Kurve den Gang runterschaltest, hast du zu hohe Drehzahlen und dadurch schmeißt dich das Auto weg. Okay. Das wirst du aber merken, wenn du, je mehr du fährst, also dass gewisse Dinge einfach absolute No-Gos sind. Auf der Strecke. Ja, vor allem auf der Strecke im Ono. Jetzt schon mal bremsen sollen, glaube ich. Ja. Ja. Nicht bremsen. Einfach laufen lassen. Kannst beim Runter, hier Berg runter kannst du schalten. Und nutz die ganze Strecke. Fahr. Ja, das sagst du so einfach. Naja, wenn du es dir nicht gleich von Anfang an angewöhnst, dann fährst du nachher so eine wilde Linie und dann findest du halt nicht das Optimum. Also fahr wirklich so weit außen, wie du kannst. Du hast echt noch, da passt noch ein Auto daneben. Okay. Die ist super. Die ist gar nicht so einfach. Das war zu zeitig, weiß ich. Ist okay. Better safe than sorry.
Und da scheidet sich die Linie vom BMW zu anderen Fahrzeugen? Teilweise, ja. Darf, kann ich nebenbei reden oder soll ich mich muten? Nö, kannst du. Nur zu. Teilweise. Also die Autos fahren sich an manchen Stellen unterschiedlich. Größtenteils kann man die Sachen aber nehmen. Das unterscheidet sich dann in ein paar Zentimetern. Eine Sekunde im Delta, nicht schlecht. Bei Skyline, also wollen wir uns das kurz angucken? Können wir gleich machen, warte. Okay. Eine Frage habe ich und zu der Stelle fahre ich jetzt hin. Ja, frag. Also müssen wir bloß immer komplett nur mal rum. Trotzdem bloß eine halbe Sekunde langsamer. Naja, ich sag ja, du kannst fährst nachher 2-2. Das ist wirklich nicht. Ist kein, also 2-2 ist kein Hexenberg. Danach wird's crazy. Aber 2-2 ist. Okay. Okay. So, pass auf, bis hier ist ja alles klar. Ja. Hier ist auch noch alles klar. So, hier bleibst du ja voll auf dem Pinsel. Ja. Nimmst dir den lustigen Baum. Ja. Alles ist gut. Ja. Hier ist auch noch alles gut. Jetzt kommt ja die schöne Senke. Ja. So, und jetzt die Kurve. Da drückt's mich. Hätte ich die geschafft? Okay. Die Kurve. Ja, zeige ich dir. Warte. Die ist, ja, warte, ich fahr zurück schnell. Ja. Das ist, also sehr simpel, was du falsch machst. Ist mir schon klar. So. Okay, warte, ich guck dir zu. Wir gehen mal in dein Replay. Auf dein Auto? Soll ich wieder Discord oder? Ja, ich habe den Stream noch an. Zeige ich dir. Warte. Das. Ich bin da. Oh, jetzt mein Playback-Speed kaputt. Was muss ich dafür machen, dass das wieder geht? Okay, gucken wir halt einfach Zeit. Ja, machst du nicht. Also weißt du halt hier oben finde ich persönlich, also das mal davon abgesehen, was du halt hier immer hier oben falsch machst. Du bremst zu früh. Und dadurch, dass du hier zu früh bremst und lange bremst, hast du hier oben keine Geschwindigkeit mehr. Das heißt, wenn kann ich dir auch sagen, warum? Weil ich den Bremspunkt, den du mir genannt hast, in meinem Kopf noch nie wirklich auf der Strecke sehe. Ja. Denn. Also, ich habe dir doch letztes Mal mit der Steinschleuder das erklärt, ne? Das war ja für dich relativ simpel. Ja. Hier? Du, warum ich.
Pass auf, warum ich aus dieser Kurve scheiße rauskomme, das ist mir klar. Ich meine, wenn du zu zeitig bremst und zu viel bremst und das macht sich alles beschissen für das Auto, das ist mir schon vollkommen logisch. Ich muss bloß den Punkt, den du mir gesagt hast auf der Strecke mit diesem hell-dunkel, ja, den muss ich in meinem Kopf irgendwo, den muss ich immer perfekt erwischen und dann weiß ich, wo ja, der ist auf der Strecke. Okay. Das muss ich bei der Kurve noch machen. Alles gut, ich habe die Kurve verstanden. Okay. Ich muss bloß diesen Punkt für mich noch... Es muss Klick machen im Kopf für diese Kurve, weißt du? Ja, verstehe ich. So, und jetzt achte mal hier auf deine Linie. Ja. Du fährst hier. Du machst hier, also hier wieder die Kurve eng. Also selber machst du die eng. Also hier sollte ich schon mehr raus, oder was? Ja, du oder wie meinst ja, du bist hier neben, ich würde dich hier überholen. Also ich würde hier dran vorbeifahren. Also ich soll dort rechts mich schon, dann spulen wir ein Stück zurück? Ja. Nochmal? Oder gehen wir weiter? Du musst, wenn du hier... Genau, hier und hier lässt du dich komplett bis wieder an die Wand raus, also fährst du komplett wieder bis an die Wand raus sozusagen. Genau, auf dem Berg musst du immer von einer Seite zur anderen, damit du den wirklich den maximalen Ertrag hast oder die maximale Fläche, die du nutzen kannst. So, okay. Und hier, also ich würde hier schon dahin fahren. Okay, also ich ziehe mir das Ding komplett zu eng, okay. Genau. Verstehe ich. So, und dadurch, dass du das so eng ziehst, kommst du halt nicht um die Kurve. Guck mal, wenn du hier bist, hast du ja einen richtig beschissenen Winkel. Bei mir, ich komme hier an. Ah, okay, jetzt kapiere ich das. Ja, weil du die ja von... Hm, okay. So, wenn wir das jetzt mal vergleichen. Ja, also Berg hoch hier. Toll, bei mir ist wieder Normalspeed. Alles klar. So, das geht gleich nach außen. Und denn du willst immer hier wirklich so nah, wie es geht, an diese Bande ran. Okay. Weil dann hast du hier außen genug Weg, um da rumzukommen voll. So, wenn du das jetzt mal vergleichst mit dir, wo du da bist. Na, innen. Ja, du bist ja, guck mal, da passt noch ein ganzes Auto hin. Ja, stimmt. Und dadurch machst du dir die Kurve so eng, dass du halt nicht um die Kurve vernünftig rumkommst. Und dadurch verlierst du Geschwindigkeit. Okay, pass auf, ich kenne meinen Lernstil. Ich fahre das jetzt nochmal. Ja, warte. Warte. Ich habe noch zwei andere Sachen. Hier genau dasselbe. Hm? Warum fährst du in die Mitte? Was willst du in der Mitte? Also, weil ich Angst habe vor dieser Kurve. Du brauchst, ey, ohne Scheiß, wenn du schon anfängst und Angst im Training hast vor der Strecke, brauchst du die nicht fahren. Wirklich nicht. Du brauchst nee, im Training, ich habe jetzt keine Angst. Mir ist das auch vollkommen egal, wenn hier Leute zugucken. Mir ist das vollkommen buggy. Na, das ist ja... Aber... Ja? Ja. Aber, ich weiß halt, dass ich mit gewissen Sachen, also das Ding ist ja, das ist ja nur eine Strecke, du bist immer und bupp bist in der Wand. Das ist richtig, ja. Das ist ja keine Strecke, was weiß ich, wie Paul Ricard, ne, da kommst du mal von der Strecke ab, ja, ärgerlich, zack, bist du wieder drauf und weiter. Aber ich habe einen Tipp das für ja dich. Ja? Fahr einfach nicht in der Wand. Meine ich ernst jetzt, fahr einfach nicht in der Wand. Ja. Freilich. Ja, natürlich. Freilich. Aber hier halt wieder genau dasselbe. Du kürzt dir deinen Kurvenradius, machst du dir viel enger, als er sein muss. Ne? Aber jetzt mal kurz Butter bei die Fische. Ja. An dem Punkt jetzt. Ja. Bin ich schon genau eine Sekunde schneller gewesen. Ja, ich weiß. Deswegen. Auch wenn ich das oben absolut beschissen gefahren habe, machen wir uns nicht vor. Ja. Aber ich war jetzt schon direkt eine Sekunde schneller. So, hier ist halt genau dasselbe. Das funktioniert. Also, du hast das jetzt zweimal gemacht hier oben, ne? Ja. Bist hier drauf gefahren und merkst ja, irgendwie klappt das hier nicht. So, was hast du wieder gemacht? Du fährst wieder mittig runter. Du fährst schon wieder. Also, hier weiter links halten sozusagen. Ja, weil jetzt, wo du hier anbremst, also du bremst erstmal dafür, dass du bremsen sollst, bremst du erstmal viel zu hart, viel zu lange und der Winkel ist extrem scheiße und dadurch hebelt dir das Auto aus. Siehst du ja, ne? Also du siehst ja, wie er quer rüberrutscht beim Bremsen und du kommst gar nicht rum. Stehst du bei der Bude?
Wenn du ein Stück zurück machst, stehst du links bei der Bude? Hier? Das, ja. Na, bei mir ist so, ich fahre das ein bisschen anders. Ich bremse hier kurz an, schalt runter und lass mich dann reinlaufen. Okay. Weil dadurch, dass du hier drinne bremst, kommst du nicht um die Kurve. Weil immer wenn du bremst, kannst du nicht lenken. Und du stehst halt voll auf dem Pinsel. Und dadurch, dass du dir das hier oben verkackst, also wenn du den Entry in Skyline verkackst, kommst du unten einfach nicht vernünftig an. So, wenn du das jetzt mal, wenn wir das mal vergleichen, wenn wir das jetzt mal vergleichen, ist das wieder außen? Also ich fahre auch jetzt innen runter, aber ich bremse hier schon, ganz kurz. Mhm. Geh schon runter und lass mich dann reinlaufen, weil währenddessen du bremst in dem Knick drin, also in der Senke rein, kannst du das Auto nicht lenken. Dadurch, dass sie das vorher rausnehmen, was übrigens auch ohne geht, ne? Also das ist nicht perfekt, möchte ich extra nochmal sagen, das ist mehr so Safe Strat, um durchzukommen. Es gibt auch Menschen, die bremsen gar nicht und fahren da rein. Gibt's auch, aber so weit bin ich persönlich noch nicht. Also das sind denn die Leute, die halt 59er fahren. Mhm. So, und wenn du das vorher machst, also schön, dass er bei mir eine halbe Stunde zurückspult und bei dir eine halbe Sekunde. Also wenn du halt hier oben schon bremst und runterschaltest, kannst du halt hier in die Kurve einlenken und dich halt hier besser darauf vorbereiten. Weil wie du siehst, mein Auto schiebt nicht mehr irgendwo hin, sondern ich habe halt die Kontrolle darüber. Ja, mich trägt es weg. Ist genau. Richtig. Okay, probiere ich. Super. Und dann fährst du 3 Sekunden schneller. Du wirst lachen, ist halt ja wirklich so. Ich werde es probieren. Schaffst du. Easy. Vertraue einfach dem Auto. Das Wichtigste ist halt bei der Strecke, dass du dem Auto vertraust. Du brauchst keine Angst vor den Wänden haben, du musst Angst vor dem Auto. Also wenn du Angst hast, dann hab Angst vor dem Auto. Aber du musst dem Auto okay vertrauen auf der Strecke. Ist der? Greif diesen Punkt nicht. Warte mal, das will ich jetzt aber. Halt die Schnauze, scheiß. Ach, schon jung. Soll ich dir das nochmal zeigen? So. Ich muss, glaub, Code Chief ausmachen. Weil der mir sonst. Weil ich sonst aggressiv wäre. So bist du vor uns auch rausgefahren. Das kann jetzt bloß gut werden. Hey Axel, ich grüße dich. Moin. Die will's moin. Ja, war gut. Zu spät. Das war nicht gut. Zu spät eingelenkt. Ja, merkst du den Unterschied? Außen. Übelst. Außen. Das war jetzt noch nicht perfekt, also, aber ich weiß, ja. Ein bisschen früher bremsen. Nee. Ist gut, nicht schlimm. Okay. Die drei zusammenbauen, ja, ist nicht einfach. Aber es geht. Ich muss das üben. Soll ich dir das nebenbei sagen? Du kannst was dazu erzählen? Nee, soll ich dir sagen, wann du bremsen sollst? Ich glaube, das wird absolut nicht. Okay. Ich frage, manche Leute können das. Ja, ich muss das so in meinem Kopf, wo ich dann weiß, okay, das geht überhaupt nicht. Das geht zum Beispiel gar nicht. Das ist okay. Außen.
Außen bleiben. Länger außen bleiben. Aber ist okay. Nicht davor bremsen und runterschalten. Ja, die Kurve ist für mich noch ein Rätsel. Mhm. Du hast mir das dreimal erklärt. Ich hab's noch nicht begriffen. Alles gut, nicht schlimm. Dann sage ich dir das jetzt beim Runterfahren. Tom, moin, ich grüße dich. Hey Lars, ich grüße dich auch, hallo. Ösi, moin. Früher, aber ist gut. Wir nähern uns. Denk an früher einlenken hier. Sehr gut. Weit außen platzieren das Auto. Ist okay. So, nee, auf jeden Fall. Nee, außen bleiben. Vor dem Schild auf die Bremse tippen, runterschalten. Laufen lassen, tippen. Laufen lassen, bremsen. Rumlaufen lassen, tippen, runter. Runter vom Gas. Nicht schalten, bremsen. Nur runtergehen, nicht schalten. Und dann kommst du da rum. Okay, aber du bleibst doch nicht in der 4 bis dort unten. Doch, und da per Kuppe bremst du und gehst runter mit Doppelschiff. Okay. Jetzt schon eine halbe Sekunde schneller und bist eigentlich keine gute Runde gefahren. Also, ja. Ja. Ist schon super. Die war richtig gut. Den Bremspunkt habe ich. Das ist gut. Den habe ich begriffen. Ja. Dann tasten wir uns bei den anderen auch ran. Schade. Ist nicht so schlimm. Das Gas war nicht gut, aber es ist besser geworden in die Kurve. Denk dran, einlenken früher. Außen positionieren. Nicht zu weit außen. So ist gut. Perfekt. Oben, außen bleiben. Vorher tippen und dann die 4. Tippen 3. Tippen 2. Tippen. Ist okay. Denk dran, vorher laufen lassen. Jetzt. Bremsen. Ist okay, nicht schlimm, nicht schlimm. Wenn du das hast, lass die Bremse einfach ein bisschen schleifen, dass er wieder weiter innen kommt. Ja, wir machen jetzt nochmal. Ich fahre jetzt zurück. Ja. Und wir machen jetzt gleich nochmal diese Korkenzieherkurve da drunter. Für den Kopf. Ja. Also, dass wir die durchgehen. Ja. Okay.
wie du dort ankommst und so weiter, weil das ist die, die habe ich jetzt noch nicht im Kopf. Ich stelle mich jetzt hier hin, weil ich habe einen Punkt verpasst. Naja. Willst du das anhand meiner Runde sehen oder deiner? Ja, bitte. Ja. Ich habe gar keine Runde mehr, sehe ich gerade. Ach so. Dann, du kannst ja auch eine fahren und ich fahre einfach mit. Das können wir auch machen. OC, Andreas hat gesagt, ich soll fahren. Ja, warte, dann fahre ich mal mit Setup. Dann haben wir das ähnlicher vom Fahren. Was du halt auch erstmal beachten solltest, das wollte ich dir jetzt die letzten drei Versuche nicht sagen. Baller in der ersten Runde nicht, also Mount Panorama vergibt dir nicht sehr viel Reifen. Also du knallst halt, du pushst halt in der ersten Runde schon wie ein Bescheuerter. Und dadurch, dass du so doll pushst, du hast gar keinen Grip. Und du brauchst aber okay, diesen Grip. Das heißt, in der ersten mach einfach Piano, dass die Temperaturen kommen, Reifendrücke stimmen und dann kannst du fahren. Ne? Weil okay, du ackerst immer wie ein Kaputter schon am Anfang. Für dich jetzt auch nochmal zum Mitsprechen, außen positionieren, wenn es nicht geht, leicht runtergehen vom Gas, wieder außen positionieren, reintrocknen lassen, volle Esse durch, tippen laufen, bremsen laufen, ein bisschen mehr bremsen, Gas geben, reinfallen lassen und hier für dich ganz wichtig, rumlaufen lassen, vom Gas gehen, bremsen runter in zweiten und dann raus. Okay. Ist nicht, also ich möchte extra immer nochmal sagen, auch an alle, die jetzt gerade zugucken, das ist nicht perfekt und sind keine 59er Zeiten. Es ist aber safe, um über die Strecke zu kommen mit 2, 2, 1 Mitte. Ne? Also wenn ihr schneller fahren wollt, dann müsst ihr bei ein paar anderen Leuten euch noch da ein paar Kniffe abgucken. Weil die fahren gewisse Kurven auch nochmal anders an. So, jetzt fahre ich das nochmal, damit wir das einmal schnell haben. Oder schnell eher. The brake temperatures are okay. Hier für dich nochmal auspositionieren, früh genug einlenken, kurzen Lupfer, Vollgas raus, Bremse tippen reinfallen lassen, Bremse tippen runterschalten, Bremse tippen um die Kurve rum, ein bisschen Gas geben, Bremse runterfallen lassen, Gas geben und hier unten runter vom Gas. Ich habe jetzt den vierten Gang vergessen. Und dann kommst du hier unten aus der Wendekurve raus. Was du dir halt angewöhnen musst, Andreas, und das ist überhaupt nicht schlimm, weil du, ich glaube, in deinem Kopf noch nicht so weit bist. Es gibt nicht nur Vollbremsen und gar nicht bremsen, sondern es gibt auch zärtlich das Pedal streicheln. Und du, also was du halt lernen musst, und dafür ist Mount Panorama ganz gut, du musst halt die Bremse streicheln. Also gerade in der Bentley-Kurve einfach schön zärtlich in die Kurve reinbremsen und dich rumziehen. Ja. Weil du hast den Vorteil, also ich bin bremsfaul. Das heißt, ich streichel nicht viel, weil ich mir das alles so angewöhnt habe,
dass ich entweder 0 oder 1 bremse und in den wenigsten Fällen das nicht mache. So. Das heißt, gerade wenn du jetzt die Bentley-Kurve hast oder du hast jetzt die gleich kommt, einfach nochmal schön nachkorrigieren. Immer ganz gemütlich tippen. Also wenn du jetzt hier beispielsweise zu viel bist, einfach kurz ein bisschen länger draufbleiben, dass ihr das Auto reinzieht, weil das Auto wird immer mit dir reden. Also du wirst immer ein Feedback haben von dem Auto. Und hier auch. Wenn du merkst, dass das Auto hinten rumkommt, weniger auf der Bremse gehen. Also ein bisschen weniger auf der Bremse schleifen lassen. Hier gehst du schön außen, fährst du rein, so kurz ein bisschen lupfen. Davor brauchst du auch keine Angst haben, der BMW verzeiht dir das. Kannst hier ruhig riskieren, so, ist nicht schlimm. Also wie gesagt, das Auto macht das von alleine. Das war nicht gut. Naja, ist auch nicht viel schneller, aber es ist eine 2-1. So, also wenn wir uns das jetzt mal angucken, das mal miteinander vergleichen. Das jetzt. Warte, muss ich wieder in Dings wechseln? Ja. Bin da. Okay. So, wenn wir jetzt hier oben mal ein bisschen langsamer fahren, dann stellst du dich ganz außen hin. Du musst nicht lange bremsen. Ja, das ist so eine Kurve, also hier dieses, wissen wie sie heißt. Skyline. Ja, wo ich quasi für mich noch so die Grenzen von dem Auto kennenlernen muss. Also, weißt du, also dieses tippen, laufen lassen, da muss ich für mich noch 25.000 Mal gegen die Wand donnern, damit ich weiß, das war zu viel, dass ich so diesen Punkt finde, wo ich genau weiß, das verkraftet die Kiste an der Stelle und das verkraftet sie nicht. Also das ist für mich eine Stelle, wo ich die Punkte weiß, die habe ich jetzt auch verinnerlicht, aber dort muss ich noch 25.000 Mal gegen die Wand krachen vor Sonntag, dass ich genau weiß, für mich die Punkte ausloten kann, dort bremsen, dort laufen lassen, dort wieder bremsen. Du hast ja relativ viel Force Feedback, oder? Glaube ich nicht. Muss ich nachgucken. Naja, also du merkst aber schon, wenn der zieht. Ja. Okay. Du merkst in dieser Kurve, also in dieser ganzen Strecke, also so dämlich das auch klingt, aber die ganze Strecke spricht mit dir. Macht sie wirklich. Du hast, entweder hast du irgendwo Löcher drinne, wo das Auto absackt, oder du hast wie hier, du fährst auf den Berg rauf, du merkst, wie es hochzieht, das Auto, und du merkst auch wieder, wie es reinfällt, das Auto. Und wenn du hier drüber fährst, über diesen Berg, und du fährst runter, hast du immer ganz, ganz dolle Kontaktpunkte von dem Auto, weil die Kraft oder die Kräfte, die auf das Auto wirken, anders werden. Das heißt, wenn du über den Berg fährst und du merkst, dass du zu schnell bist, merkst du, dass du A nicht einlenken kannst, weil das Auto schiebt? Also das Auto wird schieben. Entweder über die Vorderachse oder die kommt das hinten, das Heck. Das heißt, daran musst du für dich in deinem Kopf speichern, wie doll du tippst auf die Bremse. Und dann kannst du später lernen, das zu kontrollieren. Also schnell fahren bedeutet ja eigentlich nur, die Uneigenheiten des Autos zu kontrollieren, nach deinem Maße sozusagen. Das heißt, wenn er dir ausbricht, dass du ihn wieder einfangen kannst. Deswegen ist bremsfaul sein eigentlich total bescheuert, weil du das Auto, und wenn du bremsfaul bist, nicht am Limit fahren kannst, weil du es nicht einfangen kannst. So, das heißt, wenn du jetzt hier an der Stelle rauffährst, und das ist die Angst, die du hast, die musst du jetzt einfach mal ablegen, wenn du die Strecke lernst. Tipp einfach wirklich nur auf die Bremse, so dass du runterschalten kannst. Schalt runter, lass das hier reinlaufen, das Auto. Und du wirst im Lenkrad, wirst du genau merken, wenn alles in Ordnung ist. Du wirst genau hier. Das merke ich jetzt schon im Gegensatz, wie ich sonst diese Kurve da drunter gefahren bin. Mhm. Also du wirst im Lenkrad wirst du merken, aha, hier ist alles okay. Also es gibt immer so ein, ich nenne das mal jetzt gerade so ein Safe-Zustand, den du erreichen musst,
damit du hier in dieser Kurve oder in diesen auf dieser Strecke, dass du durchkommst. Und du musst dir das immer, wie ich dir das letztens schon versucht habe zu erklären, du musst dir das immer visuell vorstellen. Das ist wie bei der Kurve, die du immer verkackt hast auf Watkins. Stell dir visuell, bevor du diese Kurve fährst, stell dir visuell vor, was passieren soll. Also du kennst ja die Strecke, du kennst jetzt noch nicht jedes Loch, das ist nicht so schlimm, aber stell dir in deinem Kopf vor, wenn du auf Skyline fährst, was möchte ich mit diesem Auto machen? Ich möchte du, erst... Jetzt mal ohne Quark, also bloß für dich, für den Zeitraum, in 2 Tage später, ich habe in dieser Kurve nichts mehr liegen lassen. Also klar, du verkackst immer mal eine Kurve. Machen wir uns nicht vor. Ich natürlich noch mehr wie andere, weil fällt einfach noch die Erfahrung. Aber ich habe es einfach viel besser hingekriegt. Also wenn ich an meine Zeiten denke, die ich vorneweg gefahren bin und dann an die Zeiten gucke, die ich im Endo gefahren bin, sage ich dir ganz ehrlich, bin ich zufrieden, weil ich bin relativ konstant gefahren. Also ich habe gute. Mein Ziel waren hohe 45er, maximal tiefe 46er. Habe ich hingekriegt. Ja, klar, eine Ausreißer hast du immer mal. Aber genauso wird das jetzt hier passieren. Das ist jetzt, wir gehen das durch. Ich werde jetzt keine perfekte Runde hinkriegen. Ich bin auch ehrlich mit dir, ich glaube nicht an die 202. Aber ich habe das durch deine Punkte, habe ich das so im Kopf drin, dass ich weiß, wenn ich die jetzt noch 3-4 Tage grinde, kriege ich das hin. Ich muss halt reinklotzen jetzt, aber das ist, was ich definitiv jetzt nicht mehr habe, ist diese Angst vor dieser Strecke. Also generell jetzt halt hier die Skyline runter. Hör auf, da habe ich mir eingeschissen früher. Ey, ohne Scheiß. Also das Beste, was du wirklich machen kannst, ne? Und das sage ich dir gleich von Anfang an. Hämmer in die Bremse, schalte runter und dann lass das, fahr das Ding einfach. Dein Körper wird das schon machen, glaub mir. Weil du willst nicht in die Wand fahren. Und du, nee, weißt ja, wie es funktioniert. Also lass einfach, drück drauf. Und je schlimmer sich das anfühlt, wenn du über Skyline fährst, desto besser. Wirklich. Weil dann bist du schnell genug. Weil es gibt auch zu langsam. Also ich hab den Spruch mir mal verinnerlicht, den habe ich irgendwo mal von irgendjemandem im Discord gelesen. Wenn du die Kurve fährst und du denkst dir, oh, scheiße, das war richtig knapp, aber hat funktioniert, dann weißt du, so kannst du jetzt immer fahren. Genau. Also du brauchst in der Kurve dieses Gefühl, oh, das wird knapp. Und hier ist es richtig schlimm, weil dort ist die Wand gleich. Aber so fährst du dann richtig. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, dann kannst du halt hier über tippst in die Bremse, fährst Skyline an. Dann merkst du ja, wenn du eindippst, also dein Auto hat dann Grip, du merkst es im Lenkrad, dann kannst du dir merken, aha, nochmal Bremse treten, sodass ich runterschalten kann. Dann schiebst du ihn rum, löst die Bremse wieder. Dann fährst du noch weiter und dann kannst du hier unten so langsam anbremsen. Also siehst du ja, ne? Ich bremse niemals voll. Ja. Weil wenn du, sobald du voll bremst, hier oben, hast du verloren, weil du nicht mehr lenken kannst. Das heißt, ja, du drückst in die Wand gerade aus. Genau, dich würde es einfach in die Wand drücken. Das heißt, lass einfach schleifen. Also, das ist für alle da draußen, die, falls ihr, das habe ich von Nils, habe ich das gelernt, von, also nicht Naujuk, sondern Unicorns Nils. Mach mal die Augen zu und drück mal die Bremse. Und dann drück mal einmal 100%, einmal 50% und einmal 25%. Und jedes Mal einfach mit den Augen gegenchecken, ob das stimmt. Und das solltest du so oft in der Boxengasse wiederholen, bis du es drinne hast. Weil dann weißt du nämlich irgendwann, ohne hinzugucken, wie viel du bremst. Und dann hast du das hier zum Beispiel auch nicht, weil ich fühle, wie viel ich bremse. Und wenn, dann hast du halt hier das Problem nicht, dass so wie du jetzt 0 und 1 bremst. Weil du kannst dir jetzt von Anfang an angewöhnen, nicht bremsfaul zu sein. Weil sonst bist du irgendwann nach 2000 Stunden bist du einfach bremsfaul, so wie ich, und wirst dann irgendwann nicht mehr schneller. Weißt du? Weil die Zeit liegt halt auf der Bremse. Also, wie gesagt, hier unten kannst du dich rumschleifen lassen. Dann. Also, ich gebe hier immer noch ein bisschen Zwischengas, wenn es zu wenig war. Moin, Niklas. Dann kannst du dich hier auch reinbremsen. Und hier kommt dein absoluter Nemesis, warum auch immer du da die ganze Zeit so viel schaltest.
Aber hier kannst du kann halt ich dir sagen, weil ich das irgendwie noch so, das ist noch so ein Überbleibsel im Kopf, so ein, ja, im Kopf so dieses, ich bremse, ich muss runterschalten. Aber hier siehst du ja auch, ne, wenn du mal auf die Bremse achtest, das ist halt hier auch nicht unbedingt voll. Mhm. Und dann fängst du halt an, langsam runterzugehen und ziehst dich in die Kurve rein, dann gehst du runter und dann gehst du voll auf den Pinsel. Mhm. Also, wie gesagt, Bremse mit Bedacht. Also, stell doch einfach mal rauf und guck mal, was passiert. Weil je mehr du sowas machen kannst, desto mehr kannst du halt am Limit fahren. Weil dann musst du nicht einen halben Kilometer früher bremsen, sondern kannst halt einen halben Kilometer später bremsen, weil du dich in die Kurve reinbremsen kannst. Und gerade bergrunter, wie gesagt, gewöhn dir ab, gerade auf Mount Panorama volle Pulle zu bremsen. Also gerade auf dem Berg, das wird dich töten. Das tötet dich. Weil du nicht bremst, du kannst nicht lenken dann. Ist vorbei. Du fährst geradeaus. Ja. So, wenn du dann, wie gesagt, irgendwann bei den anderen angekommen bist, wo es halt die noch schneller fahren, da ist das noch viel verrückter. Also da bremsen ja wirklich auf der allerletzten Luke. Nee, Kandidaten habe ich ja gerade im Chat gesehen. Grüße gehen raus. Was, an Herrn Huben? Ja, ja. Ja, ich habe fast alles von Herrn Huben gelernt, was am Ende schnell wird. Und von Unicorns, also. Ja, das ist dann wieder so ein Moment, wo ich mir dann sage, okay. Die sitzen dann wieder mit der Hand vorm Gesicht dann da. Jetzt fährt der Idiot wieder los. Der sollte es lieber mal bleiben lassen. Nee. Absolut gar nicht. Das sind die nettesten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Ohne Witz, meine ich ernst jetzt. Also ich habe... Ja, glaube ich. Alles gut, alles gut. Beste Lehrer. Ich habe halt bloß Respekt vor den Leuten. Also positiv Respekt. Das war ja jetzt ohne negativ gemeint. Ja, die fahren auch nur mit zwei Händen und Füßen. Ja. Warte mal, nee. Pass mal auf, wir machen das jetzt mal anders. Ja, wir machen mal was anderes. Wir machen das jetzt anders. Andi macht jetzt mal Piano eine Runde. Ja, Reifendrücke, Piano. Ja, genau. Was für dich halt echt wichtig ist, und das kann ich nicht oft genug wiederholen, stell dir das visuell vor. Das ist am Anfang super dämlich und du fühlst dich total bescheuert, weil du mit dir selber redest, mehr oder weniger, aber stell dir das visuell vor, was du machen möchtest. Nee, du, das mach ich den ganzen Tag. Mit dir selber reden? Mach dir mal keinen Kopf. Ja, freilich. Gut. Der innere Dialog. Zumindest gewinne ich den. Das ist wichtig. Da freuen sich die anderen 5. 10? Oha. Für die Fans. Das ist wichtig. Solange du kein Autogramm da lässt, ist alles gut. So, machen wir nochmal halbwegs Piano. Taste dich langsam ran. Ja.
Visualisiere die Linie. Be water, my friend. War gut. Denk an früh einlenken. Weit außen. Wenn es nicht schaffst, ein bisschen lupfen. Gut. Außen. Scheiße. Ist gut, nicht schlimm. Lernst da, musst du lernen. Weil wie weit du gehen kannst und wie weit nicht. Nicht schlimm. Reifen vorne eh kalt. Du kannst dann noch weiter außen fahren. Geht okay. Geht noch mehr. Dann sackt er noch mehr rein in die Kurve. Ich fange langsam an, diese Strecke zu verstehen. Ich gebe es zu. Ja, wenn du die erste Runde gut gefahren bist, dann magst du sie auch. Ich finde die jetzt schon nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Naja, weil, also, die ist zum Racen ist die nicht so gut. Also, weil halt viel Carnage ist, oft, möchte ich sagen. Aber wenn du sie irgendwann beherrschst oder so, sag ich mal, 60 Minuten fahren kannst, dann ist das schon geil. Nicht so viel Luft. Reicht wenig. Schleifen. Enger. Alles eng fahren. Mm-mm. Ja, ja, ja. Ich sag dir so oft, bis du es nicht mehr hören kannst. Ich bitte darum. Das muss richtig nervig sein. Immer wenn du auf die Kurve fährst, musst du dir so, muss dieses bei dir deine, im Kopf auftauchen. Deine Scheißstimme ja. Ist jetzt schon in meinem Ohr. Bleib doch in der 4 und hör auf zu schalten. Dann ist es richtig, weil dann prägst du es dir ein. Ist schon hängen geblieben. Mach doch mal keinen Kopf. Dann machen wir das noch ein bisschen weiter. Guck mal, du wirst dein Leben lang, wenn du Mount Panorama fährst, wirst du an mich denken. Na klar. Das war scheiße übrigens. Danke für dein Raid, aber. Und moin. Genau so ist es. In der 4 bleiben. Ich denke halt jedes Mal, ich küsse rechts die Wand, ne? Aus. Wenn ich so zeitig einlenke. Aus. So, ne? Außen bleiben. Außen. Außen. Noch weiter außen. Okay. Bleib im vierten. Nein. Ja! Ach, meine linke Hand zuckt so, das nervt mich gerade selber. Warte, ich habe ja noch ein paar Runden, ich habe ja noch keinen Schaden. Doch, habe ich 4 Sekunden. Schade. Ja, das kannst du ignorieren. Das kannst du ignorieren.
weil er nicht runterschalten könnte in den dritten, wenn er nicht bremsen würde. Deswegen soll er im vierten bleiben, damit er sich das Bremsen abgewöhnt. Das würde nicht gehen. Und wenn er nicht bremsen würde und runterschaltet, ist das Auto instabil. Und das würde ich mal behaupten, kann Andreas noch nicht so gut beherrschen. Also andere können das. Andere können das, ne? Nur Andreas noch nicht. Deswegen ist ja jetzt gerade nur die safen Sachen. Das kommt ja dann mit der Zeit, wenn du experimentierst. Perfekt. Außen bleiben. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. Ich weiß. Alles gut. Ich probiere das jetzt wenigstens mit der 4. Ja, nicht bremsen, bitte. Aber war gut. Also war wirklich gut. Besser. War auf jeden besser, Fall. Ja. Ich mache auch Zeit gut gerade. Ja, weil du auf besser gerade. Ja, du bist doch besser rausgekommen. Ja, siehst du. The guy behind has just done a 205.86. Andreas streamt nicht. So, jetzt bremst mal bei der Kurve nicht so spät. Ja. Aber zeitiger Gas, sagst du. Richtig. Schön, ist schneller rausgekommen. Jetzt konzentriere dich. Ja. Hoch, Gas. Schön. Außen bleiben. Ist okay, weiter. Außen. Reifen. Rum, Gas. Rum. Im vierten bleiben, nicht schalten und nicht bremsen. Laufen. Bremsen. Bisschen früher bremsen, aber ist besser. Bisschen. Auf jeden Fall. Merkst du, wie viel Zeit da liegt? Fast eine Sekunde. Das ist eine, fast eine Sekunde, ja. Nur, dass du aufhörst zu bremsen und zu schalten. Okay, dann muss ich jetzt. Also das mit der 4 habe ich begriffen, jetzt muss ich bloß noch den Bremspunkt mehr suchen und dann passt das. Ja, so wo du komfortabel bist, ja. Denk dran, schleifen. Jetzt hole ich mir aber nochmal... Neues schnell. Auto, ja. Ja, neues Auto, kostet ja nichts. Nee, jetzt gerade kostet das nichts, ne? Ja. Twitch Prime is not a cry. Denk dran, Piano, Reifenbrücke sind nicht da. Voll moin, dankeschön für 10.
Außen bleiben. Schön. Außen bleiben. Kurz in die Bremse tippen, auf 4 runter. Bremsen tippen. Schleifen. Schleifen. Ist okay, nicht schlimm. Bleib in der 4. Bremsen. Schleifen. Rum. Perfekt. Merkst du? Krass. Ich sag das jetzt die nächsten Runden immer ganz gemach im Hintergrund an, ja? Feier ich. Brauche ich, fühle ich, will ich. Gut. Aber nur auf dem Berg. Alles gut. Denk dran, wieder ein bisschen früher auf der Bremse. Jawohl. Früher aufs Gas. Körper muss ich mir noch abgewendet. Oh, ist gut passiert. Hier rum jetzt und auch wieder schleifen. Schleifen, schleifen und hoch Gas, Gas. Früh lenken. Ist okay, nee. Nicht schlimm. Weiter außen. Außen bleiben, sehr weit außen. Nicht so viel lupfen, weniger. Bremse, runterschalten. Schleifen, runterschalten. Schleifen. Gas. Schleifen, rum. Gas. Gut. Ich will doch noch nicht so, wie ich will. Ja, das ist okay. Dann hast du es nämlich auch mal gefühlt. Hol dir mal ein neues Auto. Jo. Wenn er das macht da unten, also wenn du merkst, dass er dir wegflöten geht, so wie jetzt eben gerade, ne? Tipp einfach kurz die Bremse nochmal, dann fängt er sich ein und geh vom Gas. Und dann gib gleich wieder Gas. Dann fängt er sich ein. Also wir gehen natürlich jetzt alle Szenarien mehr oder weniger mal durch, dann, wenn sie mal auftreten. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Tschüss, Holly, viel Spaß bei WoW. So, fahr mal erst die Dings ein hier, die Arrival. Hier bei der Kurve jetzt, die kommt, die hast du ja schon einigermaßen drauf. Zieh dich mit der Bremse hoch. Ja. Schleifen, schleifen, schleifen rum und Gas, 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 Gas. Außen. Okay, weiter, außen bleiben. Krass. Krass. Bremse. Schalten, schleifen, schalten, schleifen. Rum, Gas, schleifen, rum. Musst du noch enger fahren, ein bisschen mehr schleifen lassen dann. Ist noch nicht perfekt, aber schon ganz gut. 4. Dreht. Die war scheiße. Ja, ist okay. Muss enger, also du musst versuchen, enger rechts zu sein, dass du dich für die letzte vorbereitest. Also die Kurvenkombination ist halt so gebaut, dass du wirklich auf dein Exit achtest, dass du hier unten raus am meisten Geschwindigkeit kriegst. Weil wenn du einen scheiß Exit hast, hast du nicht hohe Geschwindigkeit. Ja. Schleifen bedeutet Bremse schleifen lassen, Destiny. Also nicht voll bremsen, sondern wirklich nur schleifen. Ist
So, jetzt einmal voll Fokus. Das ist doch auf jeden Fall ne. Das ist okay. Sehr gut, das war schön. Ich konzentriere mich auf das Loch, das ist krass. Streifen, Streifen, hoch, Gas. Außen bleiben. Gas, Gas, Gas. Außen. Das ist diese, wenn ihr dort diese die Ecke so ein bisschen dämlich erwischt. Ja. Was du halt noch, worauf du mal ein bisschen achten kannst. Ich weiß, das ist super, super, super viel Input. Wenn du lupst, versuch mal wirklich so, dass dein Körper dir sagt, ey, ich habe mein Pedal gar nicht angehoben. Also so wenig. Okay. Also du brauchst wirklich nicht viel. Es geht nur darum, dass ganz kurz Zug vom Motor weggenommen wird, dass du rumkommst. Weil bei dir ist es... Dann mache ich jetzt mal die Dizzy-Methode. Ich mache jetzt einfach mal die Heusing-Welt auf und guck da jetzt mal rein. Okay. Hm. Ich glaube, ich weiß, wie viel. Na gut, ich probiere. Kannst du ja auch in der Box machen. Also hier, ne? Genau, wirklich, du darfst das nicht. Nimmst den ersten Strich so ungefähr nimmst du, ne? Ja, so ungefähr. Nicht, es ist wirklich nicht viel. Du gehst manchmal bis runter zur Hälfte, nimmst du Gas weg. Ja, so. Das muss ich noch so ungefähr. Und wenn du sowas hast, mach das immer am Anfang der Kurve, damit du am Apex wieder voll drauf bist. Weil bei dir ist immer, du vertraust deinem Auto nicht. Also, was völlig okay ist am Anfang, vertrau deinem Auto. Also bau so früh, wie es geht, Vertrauen auf, dass du diese Kurve kriegst. Dass wenn du reinlenkst, nicht am Ende runtergehst, sondern sag dir einfach, okay, ich gehe am Anfang, aber dafür gehe ich dann voll auf den Pinsel. Weil bei dir ist es jetzt so, du gibst voll Gas und dann gehst du runter und dann bist du aber schon durch die Kurve durch. Das heißt also, bei Mount Panorama wird dir hundertprozentig einer hinten reinfahren. Weil dann, darauf kann der nicht mehr reagieren dann. Nee, ist klar. Gib mal zur Hälfte Bremse, bitte. Zur Hälfte? Ja. Okay. Hast du hingeguckt? Aber erst, wo ich gedrückt hatte, durch. Also, ich habe erst gedrückt und dachte mir, das sind jetzt die Prozent. Und dann habe ich hingeguckt. Ja, das war gut. Ruf. Alter, diese Kurve. Vertrau dem Auto. Vertrau dem Auto, wirklich. Ja. Ich sag dir das so oft, bis du es nicht mehr hören kannst. Vertrau dem scheiß Auto, tritt auf die Bremse. Das hat mit der 4 schon gelangt, Mann. Fick dich, Alter! 4 laufen lassen, bremsen, 2, rumziehen, Gas. Ne, bisschen mehr ziehen lassen. Du machst das echt gut? Sagst jetzt auch bloß, weil so viele Leute zugucken. Nein! Wenn du das zusammengebaut kriegst, fährst du 2-3.
diese Kurve, hier muss ich mir echt noch einen guten Punkt suchen. Ah, den finde ich. Der ist ohne. Schleifen. Außen. Lupfen. Das. Sehr gut. Außen. Bremsen tippen, runterschalten. Schleifen, runterschalten. Schleifen. Rum. Das. Schleifen, rein. Enger. Aber ist gut. Im vierten bleiben. Bremse. Bremsen, bremsen, bremsen. Rum, Gas. Denk an die Kurven, mach die nicht unnötig eng für dich. Nutzt. Ja, es ist mir beim Anfahren gerade auch in den Kopf gekommen. Hm. Schön, ist Zeit gewonnen. Denk dran, früh genug auf dem Pinsel. Jawohl. Hochziehen. Gas, 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 Gas. Früh einlenken. Außen bleiben. Klopfen. Gas. Außen bleiben. Bremse tippen. Nicht schalten. Viel zu schnell, irgendwie. Alles gut. Hast schön gefangen. Gehört auch dazu. Für später, falls mal was ist. Meine ich ernst. Ist immer gut. Ja. Also im Training Scheiße bauen ist eigentlich sehr wichtig. Da hatte ich echt kurz Wurst im Auto, ne? Ich sag, wie es ist. Ja, ja. So ist besser. Sehr schön. Warum denn, Andi? Reiß dich doch mal zusammen. Weißt du, wo man die meiste Zeit verliert auf der Strecke hier? Unten im Tal, hast du doch mal gesagt, ne? Ja. Ich muss das mit diesem Körb noch begreifen, ja. Nee,
Moin, Peter. Was denn? Ne, ich dachte, jetzt kommt wieder ein dummer Spruch oder so. Nö. Du näherst dich ja deinem Ziel. Es wird besser auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, ich muss mal was an meinen Drücken machen. Also ich will nicht sagen, dass die scheiße sind. Also sie sind scheiße. Ich fahr mit 28,5, ja. Ja, das könnte eventuell auch den ein oder anderen Rutscher erklären. Ach, Quatsch. Also ich meine, ich bin auch Freund davon, das so zu trainieren und fahre auch gerne so. Und das ist keine Ironie. Also... Ja, nun! Mach die Runde noch. Ich habe eh gerade wieder 14 Sekunden Schaden und dann mache ich nochmal mit den Drücken. Schön, schön. Außen bleiben. Wir wollten eine E-Drücke machen. Ich zeig dir jetzt nochmal was, ja? Ja. Stell mal deine Drücke ein, damit du die hast. Alles gut. Mach nicht, warte. Wir haben es gleich. Für was ist das Setup überhaupt ausgelegt? Das steht halt nicht dabei. Ja, das ist das Cheaty Goal. Du hast so, wenn du überall 0,5 zu 4 hast, passt du einfach an und dann speichert das auf deine Temperatur. Ich hab zu viel oder fährst du den BMW mit 28? Nee. 27,5. Ja. Ne? Ja. Also muss ich runter, lass mich überlegen. Sag's doch, bevor ich mich jetzt zum Affen mache. Ich weiß nicht, was da für Zahlen stehen. Wie meinst du? Nee, bei dem Setup stehen keine Zahlen dabei. Lädst du das jetzt wieder neu? Nein, habe ich nicht. Naja, dann steht doch im Reifendruck-Tab links PSI Hot. Was steht da? Links, ja. Links oben. Ja, 28. Na, dann nimmst du 4 raus. Hm? Rechts? 28,1. Also nimmst du 5 raus. Hinten links? Habe ich 6 rausgenommen? Naja. Nee, kann ich auch 6 rausnehmen. Naja. Oh, wah! Oh, wah! Soll ich bei dir mitfahren, oder? Nee, mach mal schon. So, Discord, warte. Discord. Warte, ich mach mal Discord, ich bin da. So, jetzt gucken wir uns das mal. Du bist voll im Pinsel, bist du drauf. Ja. Drauf. Jetzt merkst du es scheiße. So viel will ich ja auch gar nicht lupfen. Ja, dann sag deinem Popelbein mal, es soll nicht so weit vom Gas runtergehen. So, aber jetzt nochmal für dich. Wenn du das machst, dann lupf hier. Hier. Okay. Oder hier. Aber doch nicht. Da. Und wenn du das hast, also was jetzt halt bei dir ist, du treibst ja jetzt nach draußen. Ja. Lenk früher ein. Spul nochmal zurück. Wann soll ich denn einlenken?
Wenn man jetzt guckt, fährst du jetzt gerade? Ja. Und ab hier fängst du an. Ja. Kannst du Mühe früher machen? Ja, das ist Gefühlssache. Das kann ich dir nicht sagen. Dafür, also ich habe visuell keinen Punkt. Das musst du fühlen. Ja, ja, dann spul nochmal zurück. Ich fühle das gleich. Lass mal laufen. Warte, ich fühle. Ich bin am Fühlen. Gut, alles klar. Tobi, du Arsch. Gut, okay. Ja. Okay. So. Das hier ist übrigens nicht schlimm, was passiert. So, aber. Fahr doch die Kurve bitte außen an, Andreas. Außen. Außen heißt außen. Nicht, dass hier also noch... Körb. Das heißt nicht, dass hier noch drei Mopeds dazwischen passen. Außen. Weil du stell dir bitte visuell gerade vor, das Curb gibt dir Feedback. Das gibt dir Feedback, wann es losgeht. So, und jetzt wieder hier. Wo, also warum? Warum, Andreas, machst du jede Kurve, die du fährst, machst du so utopisch eng, dass du da gar nicht rumkommst? Guck mal, du bist hier oben auf dem Berg. Fängst du schon wieder an, so eng die Kurve zu fahren, dass du theoretisch irgendwo da hinten in Timbuktu rauskommst. Nutz doch bitte den ganzen Asphalt. Du hast die ganze Strecke bezahlt. Nutze sie doch bitte. Also, wenn du, nochmal, auch wenn das super bescheuert klingt jedes Mal, stell dir vor deinem geistigen Auge vor, wie du da durchfahren willst und nicht so eng. Eng ist gut, ich weiß, und dehnbarer Begriff, aber fahr beim Autofahren die Kurve nicht so eng. Sondern das hätte ich jetzt nie gesagt. Ne, ich weiß, wie das meinst. Das ist doch nicht so, dass ich jetzt in meinen Kopf gehe, vor den Schaltkasten gehe und sage, alles klar, grüner Knopf ist für Kurven nicht so eng fahren, drückt da drauf und fertig ist der Lack. Ich sage das hier extra in Klatschen und witzig, damit du dir das daran merkst. Ich will dich nicht vorspielen, ja, sondern das ist wie mit das ist wie mit der 4. Ich weiß. Guck dir das mal an hier. Ja! Andreas, siehst du das? Ja! Kannst du das visualisieren, dass das nicht funktioniert in schnell? Ja! Gut, dann sind wir uns ja einig, endlich. Mann, Andi, ja. Ey! So, was ist das hier schon wieder? Schon wieder einen halben Kilometer vom Gas runter. Hier, da. Also wenn du wirklich deinem Fuß sagst, Millimeter annehmen ja, und du warte, bist doch... Ja, warte, ich geh doch mal in den Schaltschrank und drück jetzt den blauen Knopf für das Gas, oder was, du Affe? Alter, was hast du... Andrea... Was denkst du? Nee, Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, es ist... Was hast du für eine Körperkontrolle? Was bist du denn für ein Körperklaus? Hör mal, jetzt. Millimeter sollst du runtergehen? Alles klar, ich nehm einfach alles. Ich nehm einfach komplett runter, ich lass laufen, Alter. Nee, es fühlt sich in dem Moment nie wie alles an. Boah, da prallt das hinten. Nee, Alter, das sind Gefühlsschwankungen, die du in dem Moment hast. Scheiße, ich muss einlenken, bremsen, vom Gas gehen. Dann hast du so einen Penner, der dir die ganze Zeit in die Ohren flüstert. Ah nee, die 4. In der 4 bleiben schleifen lassen. Die ganze Zeit hast du da so einen Penner noch mit dabei. Oh. Ja gut, also, ne, weiß Bescheid. Gott, ja, ich hab's begriffen. Es ist in meinem Kopf drin. Gut. Ich find's schön, was ich wirklich feiern würde. Nils, jetzt mal ohne Spaß, trink mal, stopp jetzt! Hab ich. Ja, dass du mir das bitte noch in jeder Kurve immer noch mal aufs Brot schmierst. Bitte. Verarschst du mich gerade? Soll ich das wirklich machen? Nein, ja. Gut, ja, mach ich gerne. Ich hab damit die Anweisung, die ich jetzt berghoch hatte, waren tippitoppi. Wirklich jetzt, ohne Scheiß. Ich setze es zwar nicht um, weil ich es in dem Moment
Ja. Ganz aber, nee, halt, stopp, wir brechen das jetzt mal kurz ab. Die Ingenieure. Die Studierten. Nur mal kurz. Die vier! Weil ich gerade Chat gelesen habe. Mhm. Pass auf. Wir drehen den Spieß jetzt mal um. Ja. Wir denken einfach mal ein paar Jahre zurück, wo wir dein Auto geholt haben. Was hätte ich dort neben dir gesessen und hätte nie geschlafen? Was ich dann gemacht hätte? Hm? Nee, ich hätte dir die ganze Zeit... Hier ist falscher Gang, du musst mal bitte das Navi noch geben bei mir. Weißt du, ich meine, du hättest auch gesagt, Anni, das sind so viele visuelle Einflüsse gerade hier auf mich. Nee, ich schaff's nicht. Hätte ich nicht gesagt. Nee, natürlich, freilich. Jetzt, jede Kurve hättest du zu mir gesagt, Anni, danke für den sachdienlichen Hinweis. Ich werde es bei der nächsten Kurve wieder falsch machen. Einfach, dass du mich nochmal darauf hinweisen kannst. Den einzigen sachdienlichen Hinweis, den du mir gegeben hast, ist, dass ich geblitzt wurde bei der Fahrt. Und das war der einzige sachdienliche Hinweis, den du mir gegeben hast. Ey, nee, ich glaube, du wurdest gerade geblitzt. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nicht mal was gesagt. Das habe ich, glaube ich, bloß gesagt. Oh. Ja. Glaube, das war dein einzig sachdienlicher Hinweis auf der Fahrt. Ja. Stehe ich dazu. Nee, Spaß beiseite. Mach weiter im Text. Wenn du mir jetzt wieder sagst, dass ich dort nicht voll bremsen soll, raste ich aus. Nee, aber du kannst ab hier vorne schon anfangen, schleifen zu lassen. Hier. Weil dann kommst du unten besser rum. Okay. Dann bist du nicht so schnell und dann drückst du dich nicht so weit nach außen, weil du fängst ein bisschen später an. Eine halbe Autolänge. Hm. Siehst du, weil, also dein Ziel sollte sein, so nah wie möglich hier dran zu bleiben. Hm. Und so schnell wie möglich. Aber das sollte ja klar sein. Der Rest ist gut, also es sieht wirklich gut aus. Das sind halt Kleinigkeiten. Was für mich ist erstmal, es sieht besser aus. Also die Zeiten, okay, das sind jetzt noch keine Qual, also ein bisschen schon. Wenn ich jetzt hier mal eine gescheute Runde zusammenkriegen würde, wäre bestimmt 2 Sekunden habe ich heute rausgeholt. Aber ich muss es noch mehr an meine Birne reinkriegen. Und hier auch dranbleiben, eng. Schön eng. Die Kurve kann ich absolut noch gar nicht einschätzen. Das ist wie wenn du geh mal am Anfang der Kurve, wo das ist mit dem Baum zum Einlenken. Wisst ihr, wo ich meine? Ja. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Ja. Zipfel auf. Genau. Das ist Wahnsinn und das habe ich bis dato nicht begriffen, dass du die Kurve so nehmen kannst. Ich habe gedacht, ich donner direkt in die Wand rein. Mhm. Und das ist für mich der Punkt, wo ich das dann so langsam für mich verinnerlicht habe, dass ich das hinkriege. Hast du wieder übrigens auch das typische Moped mit dazwischen gekriegt. Ist wichtig in dem Fall. Alles gut. Ich habe nicht gedacht, dass ich die Kurve so nehmen kann. Vertrau, also wirklich, ohne Scheiß. So dumm das klingt, aber das ist auch immer das, was du bei anderen Leuten hast, die mit dir darüber reden. Vertrau deinem Auto. Wenn dir einer sagt, der einigermaßen fahren kann, ne? Also ich fahre keine Weltklassezeiten, das weiß ich. Aber wenn ich dir sage, aber du fährst viel schneller wie ich. Also, das ist wichtig. Wenn ich dir sage, du kommst du da hoch. Vertrau den Leuten, die dir das sagen. Stell's wirklich in dem Moment nicht in Frage. Nein, mach ich nicht. Aber in dem Moment, wo ich merke, ich krieg die Kurve nicht so, weiß ich, okay. Ich bin so dämlich angefahren. Also ich meine... Und das beinhaltet auch dieses zu spitze Anfahren, was ich die ganze Zeit mache. Ja. Mit dem in Frage stellen meine ich übrigens nicht, dass du das verbal in Frage stellst, sondern innerlich in Frage stellst. Nee, innerlich, das, was du sagst, ist für mich Gesetz. Selbiges gilt halt hier oben. Weißt du, wenn ich dir sage, lupf einfach und nicht einen halben Kilometer später. Also ich sag dir das, ich will dich damit nicht ärgern oder ich will dich damit nicht umprogrammieren, sondern ich sehe das schon, dass das nicht funktioniert. Wenn ich dir sage, Das sehe ich noch zu spät, deswegen lupfe ich auch zu spät. Genau, deswegen sage ich dir ja, wann du das machen sollst, damit du dafür ein Gefühl kriegst. Weil wenn du das machst, wenn ich das sage, dann fühlst du, dass die Kurve dann besser funktioniert, als wenn du es so machst, wie du es machst. Also es geht nicht darum, dich zu bevormunden, sondern dir schon einzuprogrammieren, dass dein Körper das irgendwann von alleine macht. Ey, so dumm das klingt, mit diesem vierten Gang,
Du wirst die Scheiße nie wieder vergessen. Ja, nachts davon träumen wahrscheinlich. Du wirst es irgendwann auf der Strecke wirst du es nicht mehr vergessen. Und darum geht's. Du musst, also Rennfahren ist, dass dein Körper nicht vergisst, was er tun soll. Deswegen können ja, weiß ich nicht, die ganzen Pros, die können mitten in der Nacht aufstehen, in Boxershorts sitzen und können absolute Zeiten abreißen, weil der Körper das von alleine macht. Die sind zwar da, wie, also sie sind visuell sind sie wach, aber der Körper macht's von alleine. Ja, meinte Tamo schon mal, das ist dann viel Muscle Memory und das ganze Zeug, ich weiß schon, das... Genau. Und je früher du beginnst, das in deinen Körper einzuprogrammieren, das, also mit dem Schleifen und so weiter, weil ich rede mit mir selber auch, wenn ich fahre. Also das, was ich dir sage, sag ich mir selber auch in meinem Kopf. Bei mir ist das wahrscheinlich irgendwann nicht mehr reden, das ist brüllen. Also das mit der 4, das brülle ich zu mir zu, das sage ich so, wie es ist. Ich werde die Nacht aufwachen, Albtraum. Die 4! Aber was du jetzt mal bitte machst hier oben in der Passage, okay? Tu mir mal den Gefallen, dass du wirklich explizit darauf achtest, dass du außen anfährst und dein Bein nicht so weit runternimmst vom Gas. Wirklich, ja. Also wirklich, dass du, wenn du hochfährst, da dran denkst und dir sagst, ich soll außen fahren, also fahre ich jetzt außen. Also nehme ich rechts den Körb jetzt einfach mit. Ja. In Ordnung bei ihm. Und jede andere Kurve, wie gesagt, ich weiß, dass du das weißt. Ich möchte dir das nur vor Augen führen. In jeder anderen Kurve fahr sie nicht eng. Es ist hier nicht von Relevanz, Kurven eng zu fahren. Ist es nicht. Ja, außer der Dipper. Das ist ein grundsätzliches Problem bei mir, dass ich die Kurven viel zu spitz anfahre. Genau. Das ist ganz schwierig aktuell auszuprogrammieren bei mir. Das versuche ich, aber das ist ganz, ganz schwierig. Das ist noch nicht schlimm, wenn du 2000 Stunden gefahren bist, dann wird es schlimm. Gut. Ich will bloß noch eins kurz sagen, Nils. Gang 4. Ich krieg um 8 Besuch. Ja, nee, das auch. Ich krieg um 8 Besuch. Na, dann fahr doch jetzt noch mal fix raus. Und gut, alles klar. Ich wüsste bloß alles sagen. Alles gut, ja, dann machen wir das noch einen anderen Tag die Woche. Dann kriegen wir schon runter. Ja, vielleicht sollte ich mal nicht mit 22 Dings losfahren. Nee, wäre nicht so gut. The track temperature is falling. It's now 26. Ich hab mal gehört, wenn die Reifen blau sind, ist gut. Und die 4, ja. Und nicht so spitz. Aber du machst dich wirklich gut. Also jetzt mal ohne Witz. Du machst dich wirklich gut. Jetzt musst du es für dich noch puzzeln, zusammenpuzzeln. Soll ich jetzt die Fresse halten und du fährst einfach? Nee, du machst bitte genauso weiter, wie du es die ganze Zeit gemacht hast. Also penetrant. Innerlich brülle ich dich zwar an die ganze Zeit. Das ist okay, du kannst mich auch so anbrüllen. Nee, das will ich nicht machen. Das ist... Wir sollen ja noch Freunde bleiben danach. Ja, das machen wir ja. Das ist ja kein Problem. Ich habe dich ja auch schon angeschrien. Also, nicht dich direkt, aber... Du weißt, was ich meine. Schublade. Ja, ja. Außen. Das ist ein Wallride, der geht auch. Also nee, Nesca das funktioniert das? Ja, ja, ich hab das. Das Video ist so krank, oder? Mhm. Möchte ich kurz festhalten, Nils? Ja. Mehr außen ging jetzt gerade nicht. Nee, das ist richtig. Da wärst du sonst vom Berg geflogen. Gut, ich wollte es bloß kurz zum Festhalten. Man könnte auch sagen, um sich das einzuprägen, nicht an der Wand schleifen. Mehr Schwung beim Hochrollen. Jawohl. Aber fahr mal die Reifen warm. Ich fahr jetzt erstmal die Reifen warm. Aber nicht vergessen. Richtig schön. Ausbleiben. Richtig schön lupfen. Sehr schön. Siehste. Außen. Und Feuer. Schön. Schleifen. Schön. Schön. Gefällt mir. Denk dran, Gang 4. Ja.
bremsen. Zwei. Einbremsen. Oh! Andreas! Andreas! Die vier! Das die vier! Die vier war's! Die vier war's! Ich hoffe, der Kompressor hat's rausgenommen. Nee, du kratzt wie ein Schwein, aber ist egal, ist nicht schlimm. Ist das, perfekt. Das dient der Unterhaltung. Okay, schön. So, lernen wir jetzt jede Strecke so? Das finde ich gut. So, jetzt wirklich konzentriere dich mal einmal, dass du eine zusammengebaut kriegst, bevor du Besuch bekommst. Also. Ich gebe mir Mühe. Ja. Ich vertraue dir, schaffst du. Maga, du hast doch einfach mal verfickte Scheiße Lack gesoffen, oder was? Entschuldigung, hab dich lieb, tschüss. Fängt dran, zeitig bremsen, Loch, Gas. Jawohl. Loch, Gas. Ist okay. Das stimmt. Findest du für dich raus. Das ist okay. Das war, ich muss diesen hässlichen, nee, das Problem ist, sag ich dir jetzt so, es ist der hässliche Korb dort rechts. Ja, der hebelt dich aus, wenn du das machst, ja. Ja. Deswegen ist der relativ gefährlich, wenn man am Anfang... Und das paart sich mit dem Problem, mit dem zu spitzen anfahren. Richtig. Deswegen vielleicht für dich als Korrektur müh später bremsen. Also wenn, ne, dass du mehr gegen Ende bremst. Dann kommst du nicht so spitz rein. Ja, genau. Siehst du hier doch. Das ist doch viel... Guck mal. Dann stottert er auch nicht so viel rum beim Rausbeschleunigen. Das stimmt. Hier genau dasselbe, ne? Hier stottert er bei dir auch immer ganz viel. Das ist halt das, was ich sage, dein Auto redet mit dir. Wenn es stottert, bist du scheiße gefahren. Ja. Es sollte nie stottern. Außen. Lupfen. Schön. Juicy. Außen. Rum. Schön. Bremse tippen. Einlaufen lassen. Bremse. Schleifen. Rum. Bremse. Ja, das ist okay. Jetzt merkst du, bist du zu schnell. Ja. In eine 4 bleiben. Schleifen lassen. Rum, rum, rum. Das. Schön. Sieht doch gut aus. Guck mal. War nicht so schwer. Jetzt noch alles zusammenpuzzeln und dann. Ich puzzle. Naja, los. Schaffst du. Denk dran, vielleicht ein bisschen später bremsen und dann Loch und Gas. Jawohl. Loch, Gas. Schön. Geht noch ein bisschen schneller, aber ist okay. Einbremsen. Hoch, hoch, Gas, 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 Gas. Das hat schon gestottert, war ein bisschen zu langsam. Außen bleiben. Schön. Sehr schön. Außen bleiben. Das ist okay. Jetzt ein bisschen mehr lenken können. Bremse. Schleifen. Schön. Sehr gut. Und Gas. Und im vierten bleiben. Gas. Perfekt. Feuer. Komm, gib.
konzentrieren, unten jetzt im Tal. Schön spät genug bremsen. Nicht zu eng fahren. Schön. Wurf auf den Pinsel. Sehr gut. Sehr gut. Hast Zeit gut gemacht in der Kurve. Jetzt konzentrieren auf das Curb. Rum. Gas. Tada. Eine Sekunde. Und nochmal, komm. Feuer jetzt. Guck mal. Halbe Sekunde hast du rausgeholt. Jetzt schön behalten. Konzentriere dich auf den Bremspunkt, auf das Loch und Gas geben. Nicht zu spitz anfahren. Ein. Schön. Feuer. Super. Schleifen lassen. Hoch, 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 hoch. Sehr gut. Sehr schön, Andreas. Früh genug einlenken. Sehr gut. Außen bleiben. Oh, super, gut gerettet. Schön und Feuer jetzt. Prima. Bremsen. Schleifen. Rum, 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 rum. Sehr schön. Super. Oh, perfekt gefangen. Großartig. Schön und weiter. Vier. Feuer. Sehr gut. Und gib ihm jetzt. Denk dran, unten schön spät bremsen. Und eine Bogenlampe. Jawohl. Drauf aufs Gas. Schön. Denk ans Curb. Feuer. Ja, siehst du. Easy. Noch eine. Hoch auf den Pinsel. Sehr gut. Denk ans Loch. Jawohl. Feuer. Hoch, 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 hoch. Weiter, weiter, weiter. Sehr gut. Schleifen. Gas, 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 Gas. Außen bleiben jetzt. Schön, super gemacht. Außen. Feuer, Feuer, Feuer. Gib ihm. Sehr gut. Schleifen. Rum. Ey Junge, ich hab die Schnauze voll hier mit den Jungs, Gas, Alter. Gas. Schön halten. Und im vierten bleiben. Schön gerettet. Weiter, weiter, weiter. Gib, 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 gib. Schön gerettet. Und Feuer. Denk dran, spät bremsen. Nicht zu eng am Curb und direkt auf den Pinsel. Berg hoch. Auf den Pinsel. Verschalten. Alles gut. Reicht noch. Machst du mir noch eine? Dann ist Schluss. Mach ich dir. Jetzt voll konzentrieren. Das ist locker noch eine Sekunde haben wir gerade gehabt im Delta. Ruf auf den Pinsel. Ruf, 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 ruf. Schön und Feuer. Gas, Gas, Gas.
Konzentrier dich aufs Loch. Weiter. Reinziehen. Hoch. Schön, sehr gut. Weiter. Eng bleiben. Sehr gut. Außen. Oh, ist okay. Weiter. Ist gut. Außen bleiben. Bremse. Schleifen. Rum, Gas. Schön. Lucy, denk an die 4. Eng. 4. Sehr gut. Rum. Gas. Denk dran, schön spät auf den Pinsel. Gas. Gas. Sehr schön. The guy behind has just done a 203.7. Geil. Wow. Du hast also geschafft, bis Ende des Videos durchzugucken? Lass mich doch wissen, was du von dem Video hältst. Schreib's unten in die Kommentare rein. Penetrier den Auf- und Ab-Daumen. Mach die Glocke an. Abonnier den Apparat hier. Und Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Kussi aufs Nussi.